Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Tisana, Death of the Outsider oder Dotto. Dotto. So. Seid umzingelt! Übergebt eure Waffen! Da fühlt sich die Stadt doch gleich sicherer. Warte mal. Kommen jetzt hier runtergelaufen, glaube ich, ne? Das heißt, wir gehen mal hoch und gehen neben den anderen Weg, den es gab. Hier lang, genau. Guck mal, ich kenne mich sogar schon einigermaßen aus. Hey. Oh. Nun, das hätte ich jetzt... Oh, verdammt, fängt wieder gut an. Hey, da wäre doch schön einfach einen in die Fresse rein und dann, Komm schon. So, einmal mitkommen bitte. Hab da was für dich. Das war zum Glück gar nicht Buggy. Irgendwann finden wir dich. Alter. Mann, seid ihr blöd, ey. Seid ihr blöd. Okay, die leben alle noch. Ich leg hier mal ein bisschen anders hin. Nicht, dass die hier sich irgendwie verkeilen und dann sterben. Man weiß es nie, man weiß es nie. So, hier mach ich mal zu. Waren das vielleicht sogar nur die drei? Kann das sein? Na, das wäre ja ein bisschen easy eigentlich, ne? Aber das sieht eigentlich danach aus, weil hier kommt eh gleich wieder ein neutrales Gebiet. Ah, hier sind alle weg jetzt. Oh, oder ist hier jetzt doch kein neutrales Gebiet mehr? Ah, ne, sind auch noch nicht alle weg. Nee, ich beklaue die nicht. Nee, ich... Das tat gut. Nee. Weiß wirklich nicht, was ich gegessen habe. Warum weißt du das nicht? Naja. Ah, okay, Stromschüsse, ja. Ich hoffe, wir werden bald ein... Oh, ich hoffe, wir werden bald einen Schwarzhändler kennenlernen. Ja, was habt ihr denn hier zu suchen? Ach nee, wobei, wir sollen ja das ganze Gebiet erkunden, ne? Stimmt. Das heißt, sie sind wirklich da, wo die Wachen sind, ne? Die ich hier liegen lassen habe. Was? Was war's? Schön auf dem Asphalt. Schön, dass wir auf dem Asphalt donnern hier, den Schädel. Sehr nett. Nee, 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 nicht hergucken, bitte. Du solltest weggucken. Na komm, wir versuchen es mal. Ja. Okay. Huch. So. Ist jemand drin? Nee. Da sind welche. Oder ist jemand? Was ist los mit dir? Bah! Ich hasse es, wenn er zu buggy ist.
dass man einfach teilweise nicht unter diese scheiß Dinger kommt, ey. Er ist nur bewusstlos. Ich dachte, ich hätte genau hier jemand. Okay. Sehr sneaky auf jeden Fall. Naja. Wir töten ja niemanden. Das war's, ne? Oder? Hoffe ich. Ich hoffe, das war's. So. Höchstens da hinten ist noch was. Da geht's nicht rein. Okay. Ja, ich glaube, wir haben den Level somit auch komplett durch eigentlich, ne? Wir haben ja nichts mehr, wo wir noch was finden könnten normalerweise. Glaube ich zumindest nicht. Ah ja, sicher. Daut hat natürlich den Weg gekannt. Klar. Und hat dann das Ding auch wieder zurückfahren lassen. Ja. Oder er ist einfach gelaufen. Kann ja nicht sein. Zur Dreadful Whale. Ja. Auf geht's. Alles klar, niemanden getötet. Finde ich sehr gut. 12 Bewusstlose entdeckt und 9 Entdeckungen. Ah ja, ein Gemälde. Fast alle Münzen. Alter, was ist denn da los? Nur 200 Münzen rund haben gefehlt. 6 Knochenartefakte. Wir haben alle Knochenartefakte. Das finde ich sehr gut, weil wir haben kein Herz, ne? Also wir sind ein herzloser Bastard. Nein, wir haben ja unser Herz nicht, mit dem wir suchen können. Ich weiß auch nicht, ob wir sowas noch kriegen. Ich vermute fast nein, aber naja. Milky verbrannt. Du hast den weißen Wolfshund in Abergebäudern verbrannt. Die Rivalen, Abergebäudern. Du hast den Tresor des Buchmachers. Scorp Jackpot, ja. Achso, ja. Ich drücke mal auf Fortsetzen. So. Alles klar. Sind wir jetzt automatisch in der Dreadful Whale oder müssen wir noch hinlaufen? Daut ist entschlossen, den Outsider selbst zu töten und braucht dafür deine Hilfe. Warum? Warum will er den Outsider töten? Ich verstehe das nicht. Als ich Daut zum ersten Mal traf, war ich noch ein Kind und nur aus Trotz noch am Leben. Er schnitt vollkommen lautlos 3 Männern die Kehle durch und hinterließ nur Blut und Tod. Ich weiß nicht, wieso ich ihm in jener Nacht gefolgt bin, aber er teilte seine Magie mit mir. Und noch viel mehr. Talent. Zeit, Vertrauen, manchmal Geheimnisse. Doch diesen Mann gibt es nicht mehr. Auf seine alten Tage leidet er an Wunden, die niemals heilen. Und wie ich, unter bitterer Reue. Ich weiß, wie sehr das an einem zehrt. Ich soll ihm helfen, ein Leben voller Sünde wieder gut zu machen. Und einen Gott töten. Der Orden lehrt, der Outsider mache Jagd auf die Schwachen. Das Nichts sei Ursprung des Zweifels, der Ketzerei und Qualen. Und der Outsider schuld an unseren Freveln. Vielleicht ist da was dran. Ach Quatsch. Derselbe Traum. Mein Arm abgehackt. Mein Auge leer und brennt. Es tut noch immer weh. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Lass mich dir etwas über das Nichts erzählen, Billy Lurk. Es berührt den Geist der Träumenden wie auch der Sterbenden. Und manchmal können dir Träume nur sagen, was du vergessen wolltest. Ich erkenne dich. Warum bist du hier? Was willst du von mir? Sonst wollen die Menschen immer was von mir. Nichts? Aber du willst mein Zeichen nicht, oder Billy? Also gebe ich dir zurück, was du verloren hast. Hey! Warte! Was tust du? Die Welt um dich wurde verletzt. Und du trägst die Narben. Du wirst dich verändern. Mal sehen, ob's dir gefällt. Was hat er bloß getan? Natürlich gerade jetzt. Scheiße, verdammt! Mein Arm, mein Gesicht! Ist es wegen der Träume? Oder wegen Daut? Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Hatten wir nicht diesen komischen Arm schon vorher? Und jetzt haben wir... Weitblick, halte die Zeit an und gehe in Geistergestalt auf Erkundung. Aha, Platztausch, Ortswechsel durch Tauschen von Position. Aha,
Gib dich als eine andere Person aus. Geil. Okay, aber keine Erklärung dafür. Ich wollte noch sagen, einen Gott töten, um irgendwas gut zu machen? Sag mal, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Ihr seid doch bescheuert, seid ihr doch. Ich dachte, ich könnte nun ruhig schlafen, jetzt wo Daud in Sicherheit ist. Keine Ahnung, wieso ich immer noch so dumm bin. Ich finde ja doch keinen Moment lang Ruhe. Nicht einmal, wenn ich schlafe. Das sollte ich eigentlich langsam wissen. Der letzte war klarer als die anderen. Ich konnte richtig spüren, wie die Klinge in meine Haut schnitt, als mich die verdammte Garde erwischte. Mein rechtes Auge fühlte sich hohl an. Ein leeres Loch in meinem Kopf, das ich nicht schließen konnte. Und mein rechter Arm endete in einem zerschmetterten Stück Knochen. Ich habe es dieses Mal so intensiv gespürt, dass ich zitternd aufgewacht bin. Hab eine Weile gebraucht, bis ich wieder normal durchatmen konnte. Ich habe diese Träume, seit Emily auf meinem Schiff war. Seit Emily auf meinem Schiff war? Hä? Ist das eine Art Fluch, weil ich mich ihr anvertraut habe? Würde mir recht geschehen, schätze ich. Aber wie lange wird das noch so weitergehen und was werde ich noch alles träumen? Ich habe gehört, wie Daud nebenan im Schlaf gestöhnt und meinen Namen gesagt hat. Vielleicht träumen wir ja beide unsere jeweilige Buße. Emily war also auf dem Schiff, das heißt, sie haben sich nochmal gesehen. Corvo hat... wollte das also doch nicht einfach so abschließen. Das finde ich ja nice. Oder Emily nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kennen wir ja. Ach, Reiseprotokoll können wir gerade mal machen. Folge der Tätowierung. Endlich. Er ist hier, auf meinem Schiff. Er schläft in Antons alter Koje. Wie lange war er da unten in dieser Grube in den Albaka-Bädern? Wie ein Hund verspottet, bis irgendein Idiot dachte, er könnte ihn besiegen. Sie wusste nicht mal, wer er war. Die Augenlosen nannten ihn den Schwarzmagier. In Dunwall gab es schrecklichere Namen für ihn. Ich dachte nicht, was ich erwartet habe, aber das war es. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das war es nicht. Ich wusste nicht, wie er über mich denken würde, nach dem, was ich ihm vor Jahren angetan hatte. Aber es ist, als wäre ich nie gegangen. Jetzt sind wir wieder mittendrin, erforschen einen faulen Kult. Jagen einem verrückten Groll nach. Er ist jetzt älter, schwächer. Ich brauche deine Hilfe, hatte er gesagt, als ob ich ihm das jemals verwehren könnte. Nun, ich auch nicht, oder? Der Outsider. Mütter erzählen ihren Kindern in der Wiege Geschichten über den Outsider, füllen ihre Nächte mit Ängsten, damit sie sich benehmen. Und beim Orden... hören diese Geschichten nie auf. Jede Predigt, jedes Gebot und jeder verdammte Teil der Litanei handelt von den Gefahren, den Outsider in den Kopf hineinzulassen. Also, und jetzt will Daud ihn töten. Keine Geschichten mehr, keine Warnungen, keine schrecklichen Leute mehr, die sich über die Versprechen des Nichts streiten. Ich weiß nicht, wie Daud vom Outsider gezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was er tun musste oder wie er war, bevor er seine Magie besaß. Aber ich erinnere mich zu, was für einem Menschen sie ihn gemacht hat und was er mit dieser Macht getan hat. Vielleicht hat er also recht. Eine Razzia in den Albaka-Bädern endet tödlich, als die Garde gegen die berüchtigte Bande der Augenlosen um ihr Leben kämpfte. Albaka stand wochenlang unter Beobachtung, nachdem die Garde einen Hinweis über die abnormalen Aktivitäten erhalten hatte. Die Garde wollte den Kampfring auflösen, geriet jedoch stattdessen in eine tödliche Auseinandersetzung mit brutalen Bandenmitgliedern. Auf diesen Tag können wir stolz sein. Durch den Mut und den Fleiß meiner Garde ist Kanaka wieder ein sicherer Ort. Wir haben gefährliche Verbrecher von der Straße entfernt und ihren finsteren Machenschaften ein Ende bereitet, sagte Hauptmann Eduard Leano, Leiter der Razzia. Er versicherte den Reportern, dass seine Garde lediglich geringe Blessuren davon getragen hat. Kein Mitglied der Augenlosen hat überlebt. Ach du Scheiße. Die Garde, die Augenlosen besiegt? Pisser. Ja. Die haben also einfach die ganzen Bewusstlosen umgebracht und dadurch sind sie natürlich jetzt Helden.
Wow, ganz toll. Bewusstlose umbringen. Ey, oh. Was ist mit dir passiert? Das war der Outsider. Was hat er gesagt? Ich habe schon eine Weile schlechte Träume. Und nie kam er. Aber ich fühle mich gut. Wie damals, als wir gemeinsam unterwegs waren. Er bot mir sein Zeichen nicht an. Sprach nur in Rätseln und verpasste mir das hier. Ich wusste nie, was der schwarzäugige Bastard eigentlich wollte. Sieh dich vor. Die Geschenke des Outsiders haben einen Preis, den du erst erkennst, wenn es zu spät ist. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Ich auch nicht. Meine Verbindung zum Nichts schwindet. Wir müssen schnell sein, bevor es mich für immer holt. Du hast einen Weg gefunden, den Outsider zu töten? Wie? Ich habe jahrelang gesucht. Die Inseln abgegrast. Ein Dutzend fanatischer Kulte aufgespürt. Aber die Augenlosen sind anders. Sie haben das Messer, das den Outsider vor Jahrtausenden erschaffen hat. Hier, in Kanaka. Ein Messer. Und du willst, dass ich es stehle? Bald. Erst müssen wir wissen, wer die Augenlosen anführt und wo das Messer ist. Sie sind mächtig, wohlhabend oder adlig oder beides. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie tragen eine Tätowierung als Zeichen. Diese niederen Schläger im Boxclub wollten sich in der Roten Kamelie im oberen Syria-Bezirk tätowieren lassen. Mal sehen, was ich dort finde. Ruh dich aus, Dowd. Alleine hätte ich's nicht länger geschafft, Billy. Danke. Ich möchte noch ganz kurz was zu dem Vorfall jetzt mit dem Outsider sagen. Es macht für mich einfach irgendwie keinen Sinn, weil wir haben doch das Schwert vorher schon mit unserer rechten Hand gehalten und konnten gleichzeitig Bolzen verschießen, ne? Mit der linken Hand. Also was hat sich denn jetzt geändert, bitte? Ich verstehe es nicht so ganz. Da bin ich echt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Aber naja. Ja. Und was anderes wäre noch anzumerken. Die ganze Zeit sagt uns der Jedermannsorden, wir sollen ihn hassen. Dieses eine Mal haben sie recht. Dienen wir jetzt also dem Orden? Sie würden uns genauso gern töten wie ihn. Nein. Der Orden will unsere Hilfe nicht. Und wir nicht die seine. Warum? Warum sollte man ihn töten? Weil leichtgläubige Idioten wie du damit einfach nicht umgehen können? Jetzt guckt euch doch mal Corvo an. Was hat die Magie mit Corvo gemacht? Die hat ihm ja wohl dazu verholfen, ganze Kaiserreiche zu retten, Alter. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und du kannst mit dem Scheiß nicht umgehen, genauso wie die ganzen anderen, viele anderen, die das kriegen. Und deswegen willst du den Outsider töten. Sag mal, ist das eigentlich dein Ernst, Alter? Ach, ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, Corvo ist eben ein sehr gutes Beispiel. Ein sehr gutes Beispiel. Corvo hätte ohne die Magie, ja, hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Hätte eben das, was er gemacht hat, nicht geschafft. 100 Pro nicht wahrscheinlich. Also, das ist doch dumm. Nur weil man selber... Ich weiß nicht. Für Corvo ist das doch nichts Negatives. Schönheitssalon, Rote Kamelie. Die Augenlosen holen sich ihre Tätowierungen in der Roten Kamelie. Ich brauche die Kundenliste. Das ist schon lange her. Wo hast du das her? Das Gesicht habe ich ewig nicht gesehen. Die tauchten überall auf, nachdem ich Dunwall verlassen hatte. Und du hast sie aufbewahrt. Vorsicht! Nostalgie ist ein zweischneidiges Schwert. Was? Ich glaube, Dowd ist einfach ein bisschen bescheuert. Augenlose bleiben Schandfleck für unsere Stadt, das kennen wir. Zeichen der Augenlosen. Das war die Tätowierung der Schläger aus dem Boxclub. Und hier unterwegs nach Osten. Danke, dass du uns das Beiboot geliehen hast. Wir fahren an der Küste entlang nach Osten, um an der Hafenwache vorbeizukommen. Ruiz meinte, dass die feinen Pinkel ganz verrückt nach
Runedown Kaviar sind, also ist das unsere Fracht. Entschuldigung, so, wir sind nächste Woche wieder zurück. Ich mache das Boot, wie besprochen, an der Wasserschleuse im oberen Syria-Bezirk fest. Keine Sorge, ich passe gut darauf auf. Ich weiß, dass ein robustes Beiboot heutzutage mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Marlen. Dauts Tagebuch. Sie hat mich gefunden. Ich bin nicht überrascht, nur dankbar. Wenn mich jemand auf den Inseln hätte finden können, dann Lurk. Sie ist immer noch genauso gut wie früher. Ich weiß noch, als sie jung war. Sie war nicht das erste Straßenkind, das in meine Bande kam, aber sie war die erste, die wirklich vielversprechend war. Ich nahm sie auf und kümmerte mich persönlich um ihr Training. Sie nahm dieses Leben schneller und erbitterter an als die meisten anderen. Ich sah zu, wie sie aufwuchs, wie sie stärker und schneller wurde. Sie versuchte immer, mich zu beeindrucken, doch jedes Jahr wurde sie ein bisschen skrupelloser, ein bisschen kälter. Sie trug gerne diese Maske. Ich formte sie zu dem, was sie war, genauso wie der Outsider mich formte. Als sie mich verriet, konnte ich nur mir selbst die Schuld daran geben. Jetzt ist sie etwas anderes. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich kann nicht sagen, welche Art von Leben sie ohne mich geführt hat, wenn sie verletzt oder wer ihr etwas bedeutet hat. Sie weiß, dass ich ihr schon vor langer Zeit verziehen habe, aber manchmal frage ich mich, ob sie je daran gedacht hat, mir zu verzeihen. Okay, ich glaube, das mit dem Schwert jetzt und so, mit der Hand und so, das mit dem Auge, okay, das mit dem Auge macht Sinn. Das hätte sie ja geschichtlich... Das kann nicht sein. Mein Arm, mein Auge, wie in den Träumen. Sie sieht alles, das Nichts, das sich alle erzählt. Wie Seewasser sein altes Schiff versenkt. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Ja, klar, macht natürlich Sinn, das Auge, diese komische rote Perle ans Auge, die hat man in Dishonored 2, hatte sie die natürlich noch nicht. Also auch, wenn man das mit Stilton nicht gemacht hat, das ist ja sogar ein Bild mit ihren Stilton, ne, ja. Auch wenn man das nicht gemacht hat, so dass sie dann am Ende auch noch einen Arm verloren hat und ein Auge. Das heißt, das hat sie jetzt bekommen, aber wie haben wir dann die ganze Zeit das Schwert gehalten, frage ich mich. Ist fraglich. So, wir probieren mal. Nee, wir probieren mal Ortswechsel durch Tauschen von Position. Nee, das hier. Und gehe in Geistergestalt auf Erkundung. Damit sehe ich mehr, als ich sollte. Warum hat das mir gegeben? Oh, das zehrt mein Mana auf. Ah ja, verstehe. Aha. Lädt sich das komplett wieder auf? Oh! Ah, ich sehe schon. Das ist ein anderes Mana-System jetzt, wa? Ah ja, das ist ein anderes Mana-System, wie es aussieht. Das ist ja ganz cool. Ortswechsel durch Tauschen von Position. Platztausch, Markierung verschwinden lassen? Nee. Was hat der Outsider mit mir gemacht? Okay, aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum nicht einfach normal teleportieren? Das sieht irgendwie geiler aus. Ach so. Also das ist quasi wie normales Teleportieren. Aber da muss man halt nochmal zusätzlich drücken. Ich weiß nicht, wofür das nützlich ist. Okay, und wir haben noch... Trugbild. Gib dich als eine andere Person aus. Kann ich mich jetzt als Daut ausgeben, oder was? Was? Es befindet sich niemand in der Nähe, für den du dich ausgeben könntest. Ah, okay, alles klar. Das ist aber geil. Wahrscheinlich aber auch nur begrenzte Zeit lang, ne? Boah, voll geile Fähigkeiten, Alter. Ach ja, dann haben wir doch jetzt auch hier... Ah ja... Rattenflüsterer. Ach so, das gehört. Das gehört dazu. Ja. Okay. Ah ja, da sehen wir. Hä? Oh,
Hilfe, was? Was? Ach so, Rattengeflüster, ja, okay. Billys Schwert aus ihrer Zeit bei den Walfängern in Dunwall. Rasiermesser scharf und zuverlässig eignet es sich bestens zum Kämpfen, Blocken und Morden. Ein seltsames Geschenk des Outsiders, das seine Energie aus dem Nichts selbst bezieht und regeneriert. Das Fragment eines alten Wesens aus dem Nichts, das Billy Dinge sehen lässt, die ihr zuvor verborgen waren. Okay. Ein Talisman, den Billy vor vielen Jahren von ihrer geliebten Deirdre, die sie seit Kindesbein an kannte, erhalten hat. Vielleicht verleiht die Fähigkeit, Informationen von einfachen Ratten zu erfahren. Okay. Platztausch, ja. Wir gucken mal das Tutorial an, oder? Weil ich jetzt nicht so genau weiß, wofür das nützlich ist, wirklich. Also... Ah, so. Ah, ja, das. Ne Moment, aber du kannst... Scheiße, jetzt habe ich das nicht gelesen. Okay, also das ist, da versteht sich das jetzt. Moment, ich gucke nochmal ganz kurz rein. Entschuldigung. Eine Markierung setzen, ja, und dann drücken von, bla, die Position wechselst. Ja. So, ich möchte mal ganz kurz sehen, Ort zu wechseln. Ja. Es geht nicht durch Wände hindurch, ne? Und du musst dich in Reichweite der Markierung befinden, okay. Ist möglich, aber du kannst keine Markierung durch sie hindurchsetzen. Ach so, okay. Ja, man kann einfach keine Markierung durchsetzen. Ja, komm, gucken wir da auch mal das Tutorial zu an, würde ich sagen. Okay. Wie genau funktioniert das? Ah, ja. Töte ich die damit? Ah, ja. Okay. Tötet man die damit? Au. Das hat sich eklig angehört. Und das geht aber ziemlich lange, muss man ja mal sagen, ne? Okay. Und Weitblick. Da gucken wir auch mal. Kommen wir da durch Türen hindurch? Nee, bestimmt nicht, ne? Ja, okay. Du verbrauchst Energie. Also die Zeit ist angehalten? Ah ja. Geil. Vor allem können wir damit durch Rattenschächte. Oh, was wie geil. Hey, also wir können damit die Markierung setzen. Boah, das ist ja mega geil. Also können wir quasi durch Türen hindurch. Mehr oder weniger. Das ist ja mega geil. Also, da sind die Tutorial-Videos aber gerade echt mal nützlich, ne? Gibt's da auch ein Video zu? Nee. Da sind die Videos echt mal nützlich gerade. Achso, Moment. Ja, aber wir können nichts kaufen irgendwie oder so, ne? Knochenschmiede gibt's noch nicht. Knochenhandwerk benötigt.
Ja, vielleicht müssen wir den Outsider erst nochmal treffen. Hä, warum? Irgendwie mega smooth gerade hier. Okay. Alles klar. Ich nehme jetzt mal Platztausch. Ach, ach so, Moment. So. Weitblick? Nee. Ich mach das mal auf 4, wenn man damit... Das ist quasi wie das Herz, mehr oder weniger. Stromschuss auf 3, weil da hatte ich Betäubungsbolzen immer drauf. Komm, ich mach mal... Nee, komm, ich mach das mal auf die 2. Das auf die 3. Und das auf die 4. Halt, auf die 4. Und das. So. Alles klar. Sehr schön. Sehr gut. Hier ist nichts mehr, ne? Und Aufträge? Gibt's keine, wa? Du hast aktuell keine aktivierten Aufträge. Kann ich die irgendwo abholen? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Ich glaube nicht. Ah, ja. Nö. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch Aufträge. Okay. Oder wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin? Weil wir sind immer noch da. Finde das Messer. Was? Da unter die Spur des Messers, das den Outsider erschaffen hat, bis zum oberen Syrer Bezirk verfolgt, wo es sich im Bezirk der Augenlosen befindet. Ich dachte, wir müssen es noch nicht holen. Okay. Also, ist schon echt geil. Vor allem das neue Mana-System gefällt mir irgendwie bisher ganz gut. Doch, ja. Alter. Alter, was ist denn... Boah. Ich bin ja froh, dass das überhaupt nicht buggy ist oder so. Moment. Das da ist es, ne? Moment, ich will mal gucken, nicht, dass hier irgendwie ein Artefakt ist oder so. Boah, Alter, ist das geil. Alter, ist das fett. Okay. Das sieht ja echt cool aus. Ja, okay. Nee, hier ist aber nichts. So. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? So. Da ist auch nichts. Aber klar, wäre auch komisch. Na gut, na gut. Dann auf jedes. So, zum oberen Syrierbezirk. Aber oberer Syrierbezirk, war da nicht schon? In Dishonored 2, kann das sein? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber Syrier waren wir irgendwo. Syriergärten waren wir. Das ist vielleicht genau daneben oder so, ich weiß es nicht. Trugbild. Mit Hilfe von Trugbild kannst du dich eine bestimmte andere Person kannst du dich als eine bestimmte andere Person ausgeben, was dir viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, das stimmt wohl. Außer die sterben dabei. Wenn die wirklich sterben, wäre ja wäre nicht so gut, ne? Okay. Oberer Syrierbezirk. So. Ah, ja. Ist das eine Wache? Ich glaube schon. Ich hätte gerne Stromschüsse, ehrlich gesagt. Haben wir hier irgendwo einen Schwarzhändler vielleicht oder so? Untersuche die Aufträge. Ah. Lies die. Habe ich gerade was mit Schwarzmarkt gelesen? Ah, finde die Aufträge auf dem Schwarzmarkt. Die Aufträge hängen
auf dem Schwarzmarkt im oberen Syrierbezirk aus. Aha. Lies die Aufträge auf dem Schwarzmarkt. Okay. Ja. Platztausch. Ach so, ja, ja. Ach so, jetzt sind wir genau hier, wo wir die Tutorial-Videos gesehen haben. Verstehe. Brandbolzen. Nice. So. Hier ist, glaube ich, neutrales Gebiet, oder? Oder? Ich glaube schon. Ich wette, es gibt schon wieder gepökelten Hexenfisch. Hm. Okay, also da müssen wir natürlich einmal hier rüber. Achso. Ah. Ja. Ein Empfang nach dem nächsten. Dürfen die mich jetzt gar nicht sehen? Laufen sie immer rum und bedrohen andere mit der Waffe? Jo. Das ist meine Leidenschaft. Okay, ich probiere es mal aus. Ah, die ist dann bewusstlos. Alles klar. Ist das nicht schneller als erwürgen? Doch wieder einmal ein Boot. Oder kann man ja theoretisch voll viele Gespräche erforschen, ey. Was passiert, wenn ich jetzt dann Dinge mache? Au, ach so. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, war das ein Luftzug? Guten Tag. Hä? Was? Was zur Hölle? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut. Kann ich das denn irgendwie... Ja. So kann ich das. Ich sehe anders aus, aber Sie könnten mich von den Postern kennen. Ich umgehe Sie lieber. Ah, geht nicht erneut. Schade. Was ist das denn für eine Musik? Oh, ich muss sie, glaube ich, ausmachen. Das ist bestimmt nicht... Geh mal frei. Geh mal nach Hause. Ah, wo ist das? Bla 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 bla. Hä, wo ist denn das? Ach, das ist vielleicht da drin, ne? Ja, ich glaube, das ist hier drin. Ja, ist mir doch egal, ob ich hier was verloren habe oder nicht. Mach den Krampf aus, bitte. Mach das aus. So. So, schon viel ruhiger. So, okay. Da gucken wir gleich mal. Achso, Moment. Ich kann natürlich... Ach, das dient ja quasi auch als Nachtsicht, mehr oder weniger, ne? Ja, stimmt, Gegenstände sehe ich nämlich auch. Mega geil. Markier? Ah, ja. Ach, und das ist dann danach, wenn ich nicht mehr drin bin, auch noch markiert wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Oh, Alter, nice. Unser geheimes Klopfzeichen. Geliebte Eolina, meine Diener haben mir ausgerichtet, dass du heute vorbeigekommen bist, als ich gerade komponiert habe. Sie hätten sich geweigert, dich einzulassen. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen. Ich hatte ihnen... eingebläut, dass ich von niemandem gestört werden möchte. Das Gedränge der Bewunderer vor meinem Hause ist in letzter Zeit immer lästiger geworden. Ständig schreien sie nach Autogrammen und Gesprächen, bis ich kaum noch meine eigenen Gedanken hören kann. Von Komponieren ganz zu schweigen, aber selbstverständlich möchte ich dich nicht gemeinsam mit dem Pöbel aus meinem Hause ausschließen. Wenn du mich von nun an besuchen willst, so klopfe 6-mal an meine Tür mit einer Pause. Entschuldigung, mit einer Pause nach dem 3. Klopfen. Meine Diener werden es als dein persönliches Signal erkennen und sind angewiesen, dich unverzüglich einzulassen. Ich hoffe, du kommst bald zu mir, meine Geliebte, Shan. Okay, alles klar. Ein Geheimzeichen. Wirklich. Ja, wirklich. Ah. Warte kurz.
voll geil irgendwie. Ist das... Also die Steuerung ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. War da nicht gerade was? Nee. Aber... Boah, das ist mega geil. Tödliche Razzia in Abaca, das kennen wir ja. Tödliche Razzia vor allem, die waren alle bewusstlos da gelegen und die Wachen haben sie einfach nur umgebracht. Woohoo! Starke Leistung, das muss ich schon mal sagen. Ist hier ein Tresor? Das sieht so stark aus, als wäre hier ein Tresor irgendwo, aber ich glaube nicht. So. Okay. Höher wird es nicht gehen, ne? Nein. Ist aber, ach, hier sieht es ja nobel aus, du. Richtig gepflegt, ey. So. Kupferdrähtchen. Alles klar. Ich kann es kaum erwarten, dadurch auch dann auch durch Rattenschächte und so zu gehen. Ach, ich freue mich richtig. So. Ja, kannst du umgeben? Ja, ja, ja. In der Öffnung, ja, das haben wir ja, denke ich, glaube ich, auch schon gesehen, ne? Ach so, das war hier, alles klar. Aha. Was ist das denn? Seuchengeist, das Lieblingsgetränk der Augenlosen. Die haben sogar einen eigenen Saloon. Ich habe ihnen nichts zu sagen. Wo ist Seuchengeist? Das kann doch alles nichts. Oh, diese Blutfähigen, die Ratten hier. Oh. Ach so, warte, das haben wir ja gesehen. Ach ja. Nice. Also kann ich... Kann ich jetzt einmal hier den hier machen? Und dann... Nee. Hä? Scheiße, wie geht das genau? Moment. Nur mal kurz aufladen lassen. Leiche? Was? Ach so, da liegen die Leute. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen blöd, ne? Nach unten bewegen, Weitblick anbrechen, Platztauschmarkierung platzieren. Ah, okay. Okay. Ich brauche Hilfe! Alter! Sag mal, spinnst du? Was für ein Spinner einfach, ey. Kann doch wohl nicht sein. Oh. Ah. Ah ja. Nee, ich kann nicht mit dir reden. Dann machen wir mal den hier. Ich höre einen Knochenartefakt laut und deutlich. Nichts mehr mit den Kriecherschalenpulver mit dem Kriecherschalenpulver reinigen. Martina, zum letzten Mal hör endlich auf, dieses Kriecherschalen-Desinfektionsmittel zu verwenden. Es zerkratzt die Ausrüstung und färbt auf die Kunden ab. Lady Coddington hat nun dank dir bei ihrer Massage einen nässenden Ausschlag am Bauch erhalten. Es hat ihren Heilpflegetag ruiniert. Ich habe die Kamelie geschlossen, damit du alles reinigen kannst, aber verwende nicht dieses Pulver. Und erwarte bloß keine Bezahlung dafür. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du die Stelle behalten darfst. Eolina. Schlüssel zur roten Kamelie. Wo haben wir denn das Knochenartefakt? Ach, hier. Ach, schon wieder ein Verderb. Wie viele Verderbte kriegen wir denn hier? Ungeschickte Assassine, kurz unsichtbar nach... Ja, naja, das kennen wir ja. Willkommen im Schönheitssalon, bla bla bla. Bereits in ihrer Gründerin... Okay, nee, das werde ich jetzt mal nicht... Nee, das werde ich jetzt mal nicht durchlesen, das überlasse ich euch mal. Die so, Reichen zahlen auch noch für dieses Gift. Wenn es wenigstens tödlich wäre. Nö, Moment, jetzt bin ich aber doch interessiert. Mhm.
Schwefelbehandlung, Edamaya Tinktur, Injektionen. Hä? Ach, mit Rattenföten passt. Aha. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also, bis dahin, euer Kamuno.